Zeit. Wir haben jetzt 4:30. Bin gerade reingekommen. Gesehen hier, der Gaswasserinstallateur hat das fertiggestellt. Ja, muss man nur noch zumachen und dann sind wir damit durch. Was ist hier passiert? Aha. Bauschaum. Styropor. Die sind doch immer noch nicht ganz fertig, die Fenster noch. Und zwar hier jetzt zugemacht. Aber hier haben sie es noch nicht zugemacht. Da war auch keine Roulade drin. Wir waren aber noch mal hier an dem Stecker dran. So, was haben wir noch? Ach, da haben sie ausgeschachtet. Was ist denn also das für eine Art und Weise? Die können doch wohl ihre eigenen Eimer benutzen und müssen doch nicht meine Eimer benutzen. Das finde ich ja ein Unding. Hä? Was soll das denn? Da werden sie sich ja wohl einen Eimer für 2,99 leisten können. Jetzt soll ich den Schutt raustragen. Was ich noch geschafft habe. Und das finde ich auch hier. Wie kann denn ein Handwerker auf dem Parkettboden, der drin bleiben soll, seinen ganzen Schund lagern? Ah, reg ich mich schon wieder auf. Keine 5 Minuten im Haus, schon muss ich mich wieder aufregen. Das ist ja fürchterlich. So, was ist hier oben passiert? Schauen wir mal. Ah, eine Duscharmatur. Also Installation, Waschbeckeninstallation. Ein Spülkasten. Ist installiert. So nicht, wie er sich das vorstellt. Naja, schauen wir mal. Was haben sie hier gemacht? Ruhe. Das habe ich auch was übersehen. Da muss ich gerade noch mal gucken. Nee, hier haben sie es noch nicht gemacht. Naja. Handwerker waren auf jeden Fall da, haben was gemacht. Und jetzt mache ich mal was. Ich rock die Scheiße fett. Ich rock die Scheiße fett. Fangen wir an. Oben, Steckdosen. Ich rock die Scheiße fett im Schlafzimmer. Ich rock die Scheiße fett. Die Steckdosen installieren. Fett. Für neben dem Bett und so weiter. Ja, auf ins Gehfecht. Manchmal bin ich auch ein bisschen doof. Ich habe nämlich eine Laserwasserwaage, die da hinten den kleinen roten Strich hier rüber wirft. Und ich weiß nicht, warum ich die noch nicht benutzt habe. Das ist so eine kleine von Bosch. Die ist jetzt nicht optimal. Die muss man auch selber ausrichten noch. Die richtet sich also nicht von selber aus. Aber die gab es mal, glaube ich, irgendwie bei einer Aktion hier. Punkte sammeln und dann gab es sie für 15 Euro. Und jetzt habe ich gerade überlegt, ich will hier Steckdosen haben und da hinten Steckdosen haben. Die sollten aber auf einer Höhe sein, über den Nachtkonsolenschränken, die ja hinter hier stehen. Da bietet sich sowas ja an, damit man nicht 3-4 Mal messen muss. So, ja, jetzt kann ich sofort loslegen, mir die Steckdosen nur noch die Stelle anzeichnen, wo die drankommen und dann geht's rund. Ich habe auch schon einmal reingeguckt in den Laser, weil ich es so lustig fand. Nee, weil... Weiß ich nicht. Ich habe einfach reingeguckt. So, jetzt haben wir hier die Nachtkonsole, habe ich gerade geguckt, ist von Ikea. Die ist 40 cm breit. Das ist natürlich super. Gerade mit der Wasserwaage. Da setze ich die nochmal ein Stück. Die kann man ganz einfach hier mit so Heftzweckchen, die dabei sind, kann man die super versetzen. Vor allem in der Trockenbauwand klappt das super. Dann mal gucken, ob es ausgerichtet ist. Das Ausrichten ist schon ein bisschen fummelig. Wenn ich eine Review dazu machen würde, würde ich sagen, ich weiß nicht, warum bei manchen Wasserwaagen die Blase kleiner ist als die Striche, zwischen denen sie sich befinden soll. Das sollte jetzt gerade sein. Ich messe auch nochmal eben zur Probe. 60,4. Und hier hinten, der Boden ist natürlich auch nicht gemacht, das kommt noch dazu. 59. Der Boden ist auch ein bisschen abschüssig bei euch, deswegen ist das so gar nicht verkehrt. So, jetzt weiß ich genau, da muss ich ansetzen. Und man sollte das schon mittig gestalten, ne? Sprich da und da. Ich finde auch so einen roten Laser irgendwie cool, wenn so eine Wand geworfen wird. Oh, siehst du, jetzt habe ich ihn schon wieder im Gesicht hängen. So, das Bett ist 1,80 Meter. Das geht dann bis hier. Immer habe ich den scheiß Laser im Gesicht. Da. So. Genau mittig.
Ja, super. Ich hoffe, dass kein Video länger als 6 Minuten wird beim Schneiden. Sonst kriege ich es nicht geschickt. Stopp, 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 stopp! Druck die Scheiße fett, 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 fett. Ich ruck die Scheiße fett. Ist jetzt 7:30. Ich war gerade noch mal im Baumarkt, habe noch schnell eingekauft. Ich habe hier Kabel verlegt. Da. Bei Wilm habe ich es versucht. Hat dann aber gesagt, scheiß drauf. Jetzt hat er da noch eine Steckdose. Da habe ich noch einmal gelegt für die Antennendose. Und habe ich unten die Küche gemacht. Und zwar hier. Für Arbeitsplatte, Spülmaschine. Ja, das mache ich gleich noch eben fertig. Ich habe jetzt soweit alles gestemmt. Jetzt muss ich nur noch eben hier die Fuche legen für Antennenkabel. Habe ich mir schon mal die Laserwasserwaage angesetzt. Und das stemme ich jetzt noch mal eben auf. Aber das mit dieser Laserwasserwaage ist echt eine geile Sache. So, Schlagrohr. Käbelchen, Käbelchen, Käbelchen. Man wird auch langsam irgendwie schneller, ne? So, fast fertig. Boah, ich hätte mir Oropox anziehen sollen. Naja, bis gleich. Fett, 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 fett. Ich rock die Scheiße fett. Jetzt 9:30. Ich wollte mal eben meinem Bruder was zeigen. Motor Marosch, guck mal hier. Es ist blitzblank. Ich habe es trocknen lassen und einmal auf den Stein geklopft. Dann war es wieder sauber. Brauche ich also kein neues kaufen, nur weil es immer dicker, immer dicker, immer dicker wird. Je dicker das Ding Zeug ist, desto besser kriegt man es an der Wand. So, jetzt werden noch Kabelkanäle verputzt. Und dann mache ich hoffentlich gleich Feierabend. 4:30 bin ich aufgestanden. Läuft. 10 Uhr hat leider nicht ganz geklappt. Jetzt ist 10:30. Ich habe aber alle Kabelkanäle zugespachtelt. Und ja. Morgen geht es dann ans Verputzen. Die Wand, bis auf das da unten, das können die Gaswasserinstallateure machen, wird komplett glatt gemacht. Naja, jetzt aber ab nach Hause und ins Bett. Alles klar. Bis morgen!